Den Peter Gregor und die Manuela Wolf, um die es da ging, die kennt man in Plattling. Die ganze Geschichte zwischen ihnen, die hat ja schon vor 8 Jahren gespielt. Also es ist alt, das kennt man. Aber ich habe mir gedacht, es wäre eigentlich mal schön, die Geschichte in Gänze zu erzählen, auch für die Leute, die nicht aus Plattling sind, die das eben nicht wissen, weil es ist halt schon, finde ich, eine beeindruckende Geschichte. Also einerseits eben von dieser Typisierungsaktion, die Gott sei Dank ein gutes Ende gefunden hat, aber andererseits fand ich es halt auch beeindruckend, dass der Peter bis heute weiter Benefizkonzerte organisiert und da weiter Geld sammelt für Leute, die in einer ähnlichen Situation sind wie er und die Manuela. Und deswegen war es mir ein Anliegen, die Geschichte zu machen. Die Recherche war jetzt in diesem Fall relativ einfach, weil es war eben die Geschichte von der Manuela und von Peter. Deswegen habe ich die einfach kontaktiert, habe ihnen meine Idee geschildert, die da beide auch sehr offen dafür waren. Wir mussten dann nur einen Termin finden, wo wir alle Zeit haben. Das war ein bisschen schwierig, auch wegen der Behandlung von der Manuela. Ein Termin ist uns da leider spontan geplatzt, aber wir haben es schlussendlich hinbekommen. Ich bin dann zu ihnen nach Hause gefahren, nach Pankofen, weil ich der Meinung bin, so eine Geschichte geht am besten, wenn man sich mit den Leuten persönlich trifft und redet. Und wir haben uns dann wirklich Zeit genommen, da fast 3 Stunden gesprochen. Sie waren sehr offen, haben mir ihre Geschichte sehr ausführlich erzählt und das fand ich schon sehr beeindruckend und ich glaube, das ist für den Text auch gut gewesen, dass ich mir da einfach einen Eindruck verschaffen konnte und gemerkt habe, hey, das sind wirklich zwei, die brennen für das, was sie tun, die leben das selber. Die Reaktionen waren sehr positiv, würde ich sagen. Also wie gesagt, viele Leute kannten die Geschichte ja eh schon und haben dann gesagt, es ist schön, dass man es nochmal in der Form erzählt hat. Der Peter hat sich sehr gefreut, weil es für ihn natürlich auch nochmal Werbung für das Benefizkonzert eben war. Also muss man ja jetzt da auch sagen, wenn es ein paar mehr Leute lesen, kommen da auch ein paar mehr hin. Das ist mir immer wichtig, aber es war auch generell so, es war jetzt ein Thema, wo viel positives Feedback dabei war. Also weil es einfach eine schöne, inspirierende Geschichte ist, die Mut macht. Und das hat mich auch selber gefreut, dass wir das in der Form machen konnten.